shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch, weil ich habe ein neues Mod-Menü bekommen von Gamelileo und das wollte ich jetzt gerade mal testen und habe da schon ein bisschen rumprobiert und fand es eigentlich super geil und super lustig. Und dann dachte ich mir, ich probiere das jetzt einfach mal mit euch zusammen aus, um es euch mal zu zeigen, so was das Mod-Menü natürlich alles kann. Ich versuche den Link von dem Download zu dem Mod-Menü noch irgendwo ausfindig zu machen, um ihn dann in die Beschreibung reinzuhauen, dass ihr das natürlich auch machen könnt. Falls es euch interessiert, wie man sowas auf dem PC installiert, kann ich natürlich darüber auch ein Tutorial machen. Aber ich denke mal, die meisten von euch werden es wahrscheinlich eh schon wissen. Falls nicht, ihr könnt es reinschreiben für die PC-User unter euch. Kann ich sowas gerne natürlich machen. So, ich habe mir überlegt, ich habe hier einen Haufen toller Fahrzeuge hingestellt und die würde ich gerne alle mal testen, und zwar genau dort oben auf dem Mount Chiliad. Und ich will einfach mal gucken, welches Fahrzeug eignet sich denn am besten, um den Mount Chiliad herunterzufahren. Ich dachte mir am Anfang, ich fahre den mal hoch, aber keines dieser Fahrzeuge hat es nur ansatzweise dahin geschafft. Und dann dachte ich mir, okay, wenn man nicht hochfahren kann, dann versuche ich jetzt einfach mal da runterzufahren. Und ja, falls euch sowas gefällt, dann lasst es mich wissen. Falls nicht, könnt ihr ja gerade das Video ausmachen. Aber für die Leute, die es halt interessiert, die können natürlich da bleiben und mir ein Like hinterlassen oder sonst irgendwas. So, ich fange jetzt am besten mal an, eines der tollen Fahrzeuge mir auszusuchen, um mal den Mount Chiliad herunterzufahren. Dann sehen wir uns oben auf dem Berg wieder, ne? Alles klar, bis gleich. Ich bin jetzt mit dem ersten Fahrzeug hier oben und jetzt schaue ich einfach mal, wie weit es hier mit dieser Toilette geht. Ich hoffe natürlich bis runter, natürlich wäre natürlich Jackpot, wenn ich es schaffen würde, bis ins Wasser zu kommen, aber ich glaube, ab den Bahngleisen ist es einfach mal vorbei und deswegen probiere ich das halt mal, wie weit ich komme mit der Toilette, wie geeignet die dafür ist. So, jetzt gehen wir mal Gas hier. Oh! Oh je, da kommt der Schiss schon aus der Toilette raus. Ja, sehr schön. Nein! Nein! Kommt er noch? Jawohl! Und hier wieder schön richtig in der Scheiße drin. Richtig geil. Ich liebe die Mod jetzt schon. Im Moment sieht es sehr gut aus. Das ist so ein bisschen wie beim Bob fahren. Auch in der Kurve schön windschnittig das Ganze. Er nimmt die Kurve natürlich perfekt, die Toilette. Und ach je, jetzt kommt hier ein Schleudern. Und schafft er den Berg noch? No, hier ist rum. Ja, das war jetzt nicht so weit. Ich hätte jetzt die Toilette weiter vorne gedacht. Aber immerhin, ich sag mal so, die Hälfte vom Mount Chiliad habe ich geschafft. Dann würde ich einfach mal sagen, ich wechsle mal kurz das Fahrzeug und guck mal, wie weit das andere Fahrzeug kommt. So, jetzt sind wir hier mit dem Rollstuhl. Das Sofa habe ich schon hierher gestellt für die nächste Herausforderung. Und jetzt schaue ich einfach mal, ob der Rollstuhl einfach weiterkommt als die Toilette, weil die war eh scheiße und auch voller Scheiße. Ich vermute, der Rollstuhl kommt weiter, weil der einfach 4 Räder hat. Aber wir werden sehen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen links runter zu fahren. Einfach, um da nicht in der Schlucht zu landen. Oder fallen Stühle runter und Tische. So. Sieht schon mal gar nicht mal so gut aus, muss man ganz ehrlich sagen. Also das Fahrzeug ist sogar langsamer als der Tisch, der hier noch mit runtergefallen ist. Wieso fallen hier Tische runter? Aber auch hier wie in der Bobbahn, sehr windschnittig das Ganze. Mehr im Rückwärtsfahren als im Vorwärtsfahren, aber es geht weiter, Jungs. Den Tisch, den hole ich schon noch, da gibt's nichts. Oh nein, nicht so... Na, wohl, da ist er wieder dabei, mitten im Rennen. Also ich habe auf jeden Fall jetzt schon festgestellt, dass die Stärken von dem Rollstuhl... Oh, die Toilette. Jawohl. Wir haben die Toilette überholt. Sehr schönes Ding. Ich wusste, der Rollstuhl ist besser. Oh nein, oh nein, oh nein. Das aus für den Rollstuhl. Das aus für den Rollstuhl. Der war so euphorisch. Ja, ich dachte, wir kommen weiter. Aber na gut. Hier, die Steine haben uns geblockt. Rollstuhl ist auch am Ende. Jetzt gucken wir einfach mal, wie sich das Sofa schlägt, und wir sehen uns gleich wieder dann. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Das Sofa steht immer noch da, das ist sehr schön. Dann steigen wir gleich mal dort ein. Oh. Nee, das hat mir nicht gepasst. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Macht natürlich noch die schöne Türe von dem Sofa auf. Muss das Sofa natürlich noch anschmeißen. Und jetzt lenkt er. Ja, mit rechts rüberlenken hat jetzt nicht so geklappt, weil das Gefälle scheint doch sehr linkslastig. Aber ich werde mal gucken, wie weit ich komme. Ich glaube einfach, weil es größer ist, glaube ich, dass es weiterkommt, weil es einfach über die Sachen drüber springt oder drüber springen kann. Aber wir werden sehen.
Ich gebe Gas und... Oh, von unten ist es sogar durchsichtig. Bisschen durchgerostet wahrscheinlich. War schon länger nicht mehr beim TÜV, wahrscheinlich schon ein älteres Sofa. Oh, schön auf den Kopf gelandet, aber das macht gar nichts. Die Geschwindigkeit kommt mir ein bisschen schneller vor. Obwohl das Handling bei der Toilette und beim Rollstuhl auch ein bisschen besser war. Zumindest fährt das Sofa permanent oder meistens vorwärts. Das, was er eigentlich auch soll. Jetzt lenken wir noch ein bisschen. So, jetzt gibt es hier noch einen fetten Wallride. Jawohl, Jungs. Guckt es euch an. Und auch die Toilette wieder überholt. Sehr schön. Und am Rollstuhl auch noch vorbei. Jawohl, dann lag ich doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt gucken wir mal, ob es noch packt. Jawohl, da geht's weiter. Jetzt gucken wir. Oh, da ist noch ein Rollstuhl. Das ist der von vorhin noch. So. Sehr schön. Das sieht doch perfekt aus, würde ich mal sagen. Und. Nee, weiter geht's. Ja, das Sofa ist ganz schön widerspenstig. Also, jetzt dreht's noch einmal. Das fühlt sich so ein bisschen an wie Schlittenfahren. Also, das Sofa liegt sehr gut. Sehr gut im Gelände. Jetzt noch hier durch den Tunnel. Jawohl. Ja, also ich glaube, bis zum Wasser kommen wir wahrscheinlich. Sieht auf jeden Fall alles sehr vielversprechend aus. Jetzt nehmen wir noch hier die Straße. Ach, nehmen wir noch den Tunnel hier unten. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht stecken bleibe, sonst wäre es für den Arsch. Aber nee, wunderbar, wunderbar. Jetzt wird es schon ein bisschen langsamer, aber wir haben es perfekt hingekriegt, sage ich mal, ne? Jetzt fahren wir mal noch darüber zu den Joggern. Die schleppen wir noch ab. So, jawohl, leg dich hin, Baby. So, also ich würde mal sagen, das Ziel haben wir mit dem Sofa erreicht. Das Ding ist doch sehr, sehr gut. Also beim IKEA habe ich es für 3.729,72 € gekauft. Das ist ein sehr geiles Ding, auf jeden Fall. Und dann würde ich mal sagen, jetzt machen wir einfach mal weiter mit dem nächsten Fahrzeug, wenn man es so nennen kann. So, jetzt ist der Schubkarren dran. Das ist sozusagen das Geländefahrzeug unter den Funny Vehicles. Und da sehe ich auch sehr große Chancen, dass er richtig weit kommt, weil ein Schubkarren wäre kein Schubkarren. Also, ne? Dann probieren wir das Ganze, aber ich versuche es nochmal rechts irgendwie rüber zu kommen, aber keine Chance, keine Chance. Great. Hat es da gerade wieder einen Tisch gespawnt? Wieso spawnen hier ständig irgendwelche andere Sachen? Was ich jetzt bei dem Schubkarren sagen muss, der hat, ich glaube, das ist ein Ball oder so. Der hat ja gar keinen Handling, also liegt richtig schlecht in der Kurve, obwohl er extrem schnell ist. Oh. Oh. Das sieht übel aus. Schafft das? Schafft das? Bin ich mal gespannt, ob er da noch hochkommt. Jawohl, dann geht es doch ganz normal weiter und wieder nach vorne. Sehr schön, jetzt bauen wir wieder Geschwindigkeit auf. Wollt noch schön eine Wallride hinlegen. Da kommt die scheiß Toilette, die schieben wir jetzt endlich mal runter. Der Loser unter den Vehicles. Oh, Ende. Ja, hier ist Ende. Hier hat sich's irgendwie verhakt. Jetzt betrachtet hat die Toilette natürlich noch mal ein bisschen aufgeholt. Kurz vorm Rollstuhl. Also ich würde mal sagen, die Toilette hat sich natürlich wieder aufgerafft. Also das Comeback der Toilette hätte ich jetzt gar nicht gedacht. In dem Fall ist der Schubkarren im Moment auf dem letzten Platz. Und dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Fahrzeug. So, jetzt sind wir hier mit dem Einkaufswagen unterwegs. Da schätze ich die Chancen relativ niedrig ein, weil er hat zwar vier Reifen, aber ich glaube, der ist ähnlich wie der Schubkarren genauso beschissen im Gelände. Aber wir werden sehen, was so der Kaufland so alles für tolle Einkaufswagen hat. Und da geht es natürlich gleich nach vorne, der hat noch gar keine Beschleunigung. Oh Gott, den schüttelt es genauso rum wie den blöden Schubkarren. Schaffe ich nicht, schade. Ich wollte gerade eben rechts noch einen Wallride hinlegen für euch. 360, sehr schön. 70-20 oder so, wie der heißt. Dann 180. Jawohl, das ist ja voll das Stuntfahrzeug unter den Vehicles. Ja, aber von der Geschwindigkeit lässt es sich auf jeden Fall nicht nehmen. Auch relativ schnell unterwegs. Müsste die an der Toilette und am Schubkarren und am Rollstuhl vorbeigezogen sein. Jupp, sehr schön, sehr schönes Ding.
Oh nein. Und am zweiten Rollstuhl auf dem Kopf stehen geblieben. Da kann ich noch so viel Gas geben, da passiert einfach nichts mehr. Aber immerhin, ich weiß zwar nicht, was der zweite Rollstuhl hier soll. Auf jeden Fall irgendwo zwischen dem ersten Rollstuhl und dem zweiten Rollstuhl. Auf Platz 2,5, sag ich mal, ne? Dann probieren wir mal das dritte Fahrzeug, das nächste Fahrzeug aus. So, jetzt sind wir hier mit dem texturlosen Boxauto. Das sind die Chancen meiner Meinung nach wieder relativ hoch, dass es bis runter geht. So wie bei dem Sofa. Ich schätze das relativ ähnlich ein. Das ist so quasi die Supersportklasse des Mount Chiliads. Und ich probiere jetzt einfach mal jetzt so weit wie es geht runterzukommen. Vielleicht lande ich sogar neben dem Sofa. Das wäre natürlich richtig schön. Aber ich muss jetzt schon sagen, hoffentlich fängt es sich wieder. Oh nein. Oh nein. Okay. Ich bin weg. So, jetzt sind wir mit der Bergziege 2000 hier unterwegs. Also die neue Bergziege des 21. Jahrhunderts. Da gab es kleine Vehikelprobleme und deswegen läuft auch dieses Vehikel anders als andere Vehicles laufen sollten. So. Sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Hatte hier kleine Probleme gehabt mit dem Vehikel. Musste natürlich jetzt ein neues bestellen, aber ich probiere es jetzt mal runter. Ich denke mal, mit der Bergziege werde ich es auf jeden Fall schaffen, bis runter, weil wer ist denn besser für so ein Terrain geeignet wie eine Bergziege? Aber wir werden sehen, wie weit es kommt. Ich werde natürlich wieder mein Bestes geben. Wir sind uns noch nicht einig, in welche Richtung es gehen soll. Oh, die Bergziege wird doch jetzt schon nicht aufgeben. So. Vorbei am weißen Boxauto. Zumindest mal immer nicht letzte. Also immerhin, Mutter Natur hat dann doch schon was Tolles gemacht. Und zwar wieder ein Tisch hierher teleportiert. Warum sind hier auch da Tische? Und warum sind die Tische auch alle schneller? Ich möchte auch einen Tisch haben. Und im Windschatten vom Tisch. Oh. Ein kleiner Fahrfehler. Nein. Das Vehikel scheint mir gestorben zu sein. Ja, in dem Fall noch nicht mal in einem Scheißhaus. No, und es ist wieder zurück, es ist wieder zurück. Ich habe es zurück ins Spiel gebracht. Und dann geht es natürlich wieder weiter im Renntempo. Musste wahrscheinlich nur ganz kurz die Kufen neu spitzen oder schleifen. Keine Ahnung, was macht, sagt man dazu. Ja, bitte, bitte, wenigstens am Blöden. Nein. Komm schon. Nein. Nein, es hängt fest. Auch noch nicht mal die blöde Schubkarre überholt. Oh, wie kriege ich denn die Kamera jetzt hier hin zum Gucken? Obwohl, ist dann doch eine Hornlänge weiter vorne als die blöde Schubkarre. Aber nicht so weit wie die Scheißausschüssel und auch nicht so weit wie der Rollstuhl. Na, gut, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Mutter Natur auf Platz, auf dem vorletzten Platz sein wird. In dem Fall beende ich das Ganze hier mal. Die streiten hier jetzt noch rum, wer der Letzte sein wird. Schade. Ich hätte es nicht gedacht, dass es Sofa auf Platz 1 ist. Ich hätte es irgendwie mir doch die Scheißhausschüssel gewünscht, aber ist halt nur eine Scheißhausschüssel. Egal. Jungs, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin jetzt an der Stelle mal raus. Ich muss noch ein bisschen weiter probieren, was das Mod-Menü noch so alles kann. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich bin raus. Ciao.